Allen ein herzliches Willkommen hier bei unserer letzten Folge von Lesen jetzt vor der Sommerpause. Auch wenn man jetzt gerade bei mir, wenn man rausschaut, ist jetzt nicht so viel mit Sommer, aber Pause machen wir trotzdem. Und ich freue mich sehr, zu diesem besonderen Anlass heute Abend Nora Bossong begrüßen zu dürfen. Liebe Nora, ich grüße dich. Hallo. Nora, muss man sagen, war auch tatsächlich einer meiner ersten Gäste in einer digitalen Veranstaltung, als Corona losging. Da haben wir sehr, sehr früh mal was miteinander gemacht. Da muss man auch sagen, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil Nora damals ihren Rechner nicht angestöpselt hatte und plötzlich aus dem Bild verschwand und schnell mal ihr Ladegerät holen musste und wir alle in Panik verfallen sind. Das kriegen wir, glaube ich, heute ohnehin. Aber wir haben einen schönen Anlass, nochmal zusammenzukommen jetzt hier am 30. Juni. Und zwar ist gerade erschienen, glaube ich, vor 10 Tagen oder was? Ziemlich genau 10 Tagen, ja. Ja, Nora Bossong, auch morgen politische Texte in der Edition Surkamp. Also man muss ja sowieso sagen, wenn man als Schriftsteller irgendwie bei Surkamp veröffentlicht, ist das ja schon mal nicht schlecht. Wenn man dann aber an dem Punkt ist, dass man einfach politische Texte schreibt und die werden gedruckt, das ist schon eine richtig große Sache. Und ich freue mich, es sind spannende Sachen dabei. Ich glaube, was wir vor allem erstmal sagen müssen, liebe Nora, was nicht dabei ist. Corona ist nicht dabei. Corona ist nicht dabei. Das kennen wir ja alle mittlerweile ganz gut. Vielleicht auch mal die ein oder anderen ganz froh, ein paar Minuten Pause von dem Thema zu haben. Genau, ist das denn eine bewusste Entscheidung gewesen oder hast du dich selbst dabei ertappt irgendwo, dass du sagst, jetzt bin ich fertig, ich habe meine Texte zusammengetragen und Corona ist gar nicht dabei? Weil man würde jetzt vermuten, es kommen ja auch immer noch eine Menge Bücher raus, also Corona wird vorwärts und rückwärts verarbeitet, auch in Filmen und Serien kommt es jetzt immer mehr und in Podcasts und so, also das wird uns noch eine Weile begleiten in der Realität wie auch in der Kunst, aber bei dir bewusste Entscheidung oder Unfall? Eine bewusste Entscheidung ist zumindest jetzt noch nicht zu machen. Ich hatte jetzt einen Text in der FAZ kürzlich, da ging es unter anderem um Corona, es ging auch um Thomas Mann, also die, so wie sich die Zeitwahrnehmung und auch unser Verhältnis zum Tod verändert hat durch Corona. Aber ich glaube, in so einem gedruckten Buch, das hat dann ja nochmal eine längere Halbwertszeit als einen Zeitungstext, ist es vielleicht ganz gut, einen Moment innezuhalten und noch ein paar Monate zu warten, bis man Corona ein bisschen besser versteht und was das mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Also ich beobachte das alles. Ich habe auch meine Beobachtungen und Schlüsse, die ich aus dieser Zeit ziehe und was sichtbarer geworden ist in der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass man das in einem halben Jahr schon wieder nochmal mit einem anderen Twist sehen könnte. Und ich glaube, das tut dem Ganzen ganz gut, vielleicht ein bisschen noch abzuwarten. Und das ist ja das Schöne an Büchern, dass sie etwas langsamer sein dürfen als Tages- oder auch Wochenzeitungen. Wobei ich sagen muss, jetzt piekse ich dich ein bisschen. Ich bin gerade dabei, Über Menschen von Juli C. zu lesen. Und ich muss sagen, Hut ab. Das ist jetzt auch schon ein paar Monate draußen, das Buch. Und wie sie beschreibt, wie die Menschen mit Corona umgehen und was so den Menschen durch den Kopf geht, ist doch überraschend stabil. Also man fühlt sich da ziemlich abgeholt, aber das stimmt schon. Im Rückblick wird manches etwas anders aussehen. Aber ne, das war es auch schon zu Corona. Ich finde das eben gerade auch spannend, jetzt mal heute eben nicht über Corona und auch nicht im Kontext von Corona zu sprechen. Und vielleicht ist das ja auch genau richtig, überhaupt wieder so ein bisschen dahin zu kommen, weil man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, dass einem Themen auch verloren gehen, dadurch, dass man so stark auf sich selbst fokussiert ist. Man kriegt vieles, was jetzt vor allem auch außerhalb jetzt wirklich Zentraleuropas abgeht, noch weniger mit als vorher, habe ich das Gefühl. Absolut, also so habe ich das auch erlebt und als wären die Grenzen, die plötzlich dann doch nicht mehr ganz so leicht zu passieren waren wie vor der Pandemie, als würden die sich auch in unserem Kopf einschalten. Und man war sehr auf das Geschehen, man hat natürlich selbst in so einer eigenen Blase, man war mit dem Geschehen in Deutschland, wie läuft Homeschooling da, wie läuft die Kitaschließung hier beschäftigt, aber Themen wie, also außenpolitische Themen, haben wirklich nicht mehr so eine Rolle gespielt und wenn, dann natürlich die ganz Großen, da hat man auch die USA geguckt, man hat nach China und nach Russland geguckt, natürlich, aber solche Themen wie Brasilien, Iran, das spielte immer noch auf einer Ebene eine Rolle, aber ich hatte das Gefühl, es wird ungenau, es wird
hat weniger einen Fokus. Und das finde ich eigentlich extrem wichtig, dass wir da wieder hinkommen, dass uns das auch interessiert und dass uns das auch angeht. Dass wir leben in einer Welt, in der uns politisch denken und dass wir da wieder unseren Fokus wirklich weiten. Gibt es denn ein Thema, wo du jetzt sagen würdest, also ich vermute jetzt fast, dass du versucht hast, den Blick auch weiterhin zu weiten, so schwer das ist. Gibt es ein Thema, an das du jetzt gerade denken würdest, wo du vielleicht auch gerade an einem Text sitzt oder sowas, wo du sagst, das ist, oder worüber du gerne mal schreiben würdest, aber jetzt vielleicht auch nicht hin kannst, wo du sagst, das ist was, wenn du dir ein Beispiel, ein Thema wünschen würdest, wo wir ab heute Abend mal wieder hinschauen sollten, hast du einen Impuls? Hast du irgendwas, was dir wichtig wäre? Mich würde jetzt, wenn ich wieder reisen dürfte, würde tatsächlich Äthiopien und die Situation in Tigray interessieren, die sich ja momentan etwas beruhigt hat. Das ist ein Konflikt, der tragisch ist und über den, wie ich finde, zu wenig berichtet wird, über viele andere Konflikte auch. Und das würde mich persönlich interessieren, da nochmal genauer hinzuschauen, da wirklich vor Ort zu gucken. Ja, auch so ein Thema, ne? Irgendwie der jahrelange, jahrzehntelange Bruderkrieg zwischen Äthiopien und Eritrea irgendwie löst sich so ein bisschen auf vielleicht, ja. Der äthiopische Präsident öffnet die Gefängnisse, lässt politische Gefangene frei, lässt die Presse wieder zu, kriegt den Friedensnobelpreis. Und jetzt, also was man liest, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute da momentan wirklich unterwegs sind, die gut berichten können, aber hat man das Gefühl, dass Geschichte sich vielleicht nicht wiederholt, aber doch reimt, ne? Ja, und wenn sie sich nicht wiederholt, dann, ich weiß immer gar nicht, ob sich Geschichte wiederholen muss. Es scheint offensichtlich in der Wesensart des Menschen zu sein, dass sie immer wieder neue Kapitel erschaffen, die nicht so ganz fröhlich sind. Also ja, aber es war gewissermaßen ein nicht abgesprochener Test. Ich wollte mal gucken, wo du hinguckst. Du hättest ja auch jetzt Amerika sagen können oder China, aber nein, du hast Afrika gewählt. Und es ist ja auch in deinem Buch so, vor allem die erste Hälfte deines Buches beschäftigt sich dann eben auch genau mit diesen gerne auch ohne Corona vergessenen Themen und Regionen. Und ich finde tatsächlich ganz spannend, mal direkt im ersten Text einzusteigen und mit der im allerersten Satz, das ist natürlich immer ein bisschen billig, weil dann denkt man ja, der Gieser hat auch nur den ersten Satz gelesen, der hat jetzt einfach mal den genommen. Ganz so ist es nicht, aber du hast das überschrieben mit Menschenrechte für rechte Menschen, wahrscheinlich auch bewusst vieldeutig gehalten. Es geht da um einen Satz, der auf Portugiesisch heißt Direitos Humanos são para Humanos Direitos, von einem ehemaligen brasilianischen General, Augusto Heleno, der allerdings inzwischen in einer anderen Funktion unterwegs war und auch in einem anderen Land. Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen was dazu und auch dazu, wie du darauf gekommen bist, darüber zu schreiben. Ja, der Satz, den hat mir tatsächlich ein Bekannter, der relativ viel in Brasilien unterwegs ist, genannt oder sagte, das geht gerade so durch die sozialen Medien in bestimmten Kontexten. Und dieser Satz, sozusagen, man kann ihn übersetzen mit Menschenrechte sind für rechtschaffende Menschen, man kann ihn so übersetzen, sind für rechte Menschen, sind für richtige Menschen. Also diese Vieldeutigkeit steckt da drin. Und dieser Satz war von Augusto Heleno in einem Interview, das 2019, im Herbst 2019 genannt worden. Er hat damit Bolsonaro eng zusammengearbeitet und dieser Satz hat sogar eine Karriere gemacht bis hin zu Aufdruck auf T-Shirts. Und bedeutet sozusagen oder so, weil er insinuiert, ja, natürlich sind wir für die Menschenrechte, aber dann müssen sich die Menschen auch so verhalten, wie wir das vorgesehen haben. Und all jene, die wir nicht rechtschaffen genug finden, für die gelten dann auch diese Menschenrechte nicht so sehr. Und das hat natürlich, das trifft natürlich in diese, wirklich in den Kern der Problematik von Menschenrechten oder von dieser realisierten Utopie, wie ich es nennen würde, die Menschenrechte, auf die sich, glaube ich, erstmal alle verständigen können. Aber es ist die Krux, dass es immer wieder geschickte Techniken gibt, geschickte Manöver,
um den Raum und die Gruppe der Menschen, für die diese Menschenrechte bestehen, einzuschränken. Das heißt, man würde nicht sagen, Menschenrechte, die halten wir für falsch. Nein, man beschränkt einfach nur die Gruppe der Menschen, für die die zählen. Und das ist natürlich gleichzeitig wirklich eine Frage davon, was für ein Menschenbild haben wir, was für ein Bild von Gerechtigkeit haben wir, was für ein Bild von Gleichheit vor dem Gesetz und auch was für ein Bild von Zusammenleben, von Gesellschaft haben wir überhaupt. Und deswegen finde ich, trifft dieser Satz wirklich sehr zielgenau mit all seiner forcierten Problematik und mit seinem irgendwie auch Zynismus in ganz viele Fragestellungen, die, wie ich absolut relevant finde, für mindestens für die Gegenwart, ich glaube aber eigentlich auch für alle Zeiten. Also ich muss ja sagen, das Erste, was, als ich das gelesen habe, das Erste, was mir in Sinn kam, war der Satz von Brecht. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Also es ist so dieses, aber ansonsten, also wir kommen jetzt gleich noch auf den Anlass oder letztendlich auch auf das Thema, woran das sich entzündete. Aber es ist ja auch so eine Parallele, die wir durchaus auch in Europa haben. Ne? Also vielleicht jetzt nicht so deutlich formuliert, aber wenn jemand wie Orban dann von der illiberalen Demokratie spricht, ist es ja genau dasselbe Prinzip eigentlich, oder? Ja, das ist ein ähnliches rhetorisches Manöver, wobei ich da sagen muss, da ist Orban noch deutlich plumper, weil sein vorsätzliches Manöver, Demokratie von Liberalismus zu trennen, funktioniert nicht. Illiberale Demokratie, was soll das sein? Das ist ein Wieselwort, das geht nicht zusammen. Ja, es ist halt Mehrheitsentscheidung ohne Rücksichtnahme auf die Minderheitenrechte und damit auch auf die individuellen Grundrechte auf Menschenrechtsthemen. Also eigentlich genau das. Ja, wer sich nicht an die Regeln hält, wie man sich selber das vorstellt, oder wer halt einfach von Geburt an irgendwie die falsche Hautfarbe, die falsche Herkunft oder was auch immer hat, das falsche Geschlecht, falsche Sexualität, der ist halt raus, ne? Ganz genau. Und ich finde, es ist rhetorisch wirklich noch sehr viel offensichtlicher schief. Und das ist eigentlich erstaunlich, wie lang er mit diesem Platzhalter weiterhin irgendwie durchkommt und Werbung macht für die tolle illiberale Demokratie. Das ist ja ein beeindruckendes Phänomen der Gegenwart. Nicht gerade schön. Aber weißt du, Nora, ich meine, du bist ja hier die Frau der Worte, ja. Und da muss ich dann einfach sagen, ich habe mich selber auch dabei ertappt, dass ich mir immer gedacht habe, naja, ist doch klar, Demokratie ist so und so, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht auch über viele Jahre den Fehler gemacht haben, immer nur von der Demokratie zu sprechen und nicht von der liberalen Demokratie. Mhm. Und das ist dann eben, damit wird Demokratie eben, wenn man sie nicht klar ausdefiniert und nicht eben sowohl die Abstimmungen und Mehrheitsentscheidungen als auch den zweiten Teil, Unterwürdigung der Grundrechte, Unterwürdigung von Minderheitenrechten etc., solange man das nicht zusammendenkt, macht man das Tor halt auch auf zum Missbrauch von solchen Begriffen. Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für Menschenrechte, weil letztendlich jemand wie Eleno kann das ja irgendwo auch nur machen und erzählen, weil man vielleicht auch sagen muss, auch die anderen Kräfte in der UN, auch die westlichen, messen bei Menschenrechten häufig mit zweierlei Maß. Ja, und ich glaube, dass was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir Demokratie, wie auch Menschenrechte im anderen Maß, aber Demokratie viel zu sehr zur Floskel und zur Selbstverständlichkeit haben werden lassen. Und das ist ein fantastisches Einfallstor für antidemokratische Tendenzen, denn etwas, was wir für selbstverständlich erachten, darum kümmern wir uns gar nicht mehr. Wir kümmern uns um unser Fahrrad, wenn irgendwie eine Speiche locker ist. Aber solange es fährt, dann fährt es ja. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was aber wirklich, und da würde ich sagen, Zivilgesellschaft hat da auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wir wirklich über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, es als so eine totale Selbstverständlichkeit immer hingenommen haben und den Sinn von Demokratie
der deutlich darüber hinausgeht, dass wir irgendwie alle 4 Jahre normalen Turnus Bundestagswahlen haben und dazwischen mal eine Landtagswahl und Kommunalwahl. Also das abgesehen von diesem Kreuzchen machen, Demokratie ein sehr viel, viel größerer Begriff ist und ein sehr viel uns selbst ansprechender Begriff und uns selbst auch irgendwas abverlangt. Das haben wir durchaus vernachlässigen wollen können. Ich denke da an Hildegard Hamm-Brücher. Hildegard Hamm-Brücher, Demokratie, das sind wir alle. Absolut. Wird gerne mal vergessen. Aber jetzt vielleicht dann doch noch mal zu dem, was du auch konkret beschreibst. Ein Brasilianer, der für die UN, ein brasilianischer Ex-General, der für die UN in Haiti ist, schafft es jetzt normalerweise hier auch nicht auf die Titelseiten, weder Print noch online. Vielleicht erzählst du mal, was letztendlich der Auslöser war, auch für dieses Interview und die Themen, die um ihn herum diskutiert wurden. Ja, es ging um eine UN-Operation und um eine Mission. Er hat auf Haiti in einem Slum eine Operation durchgeführt. Slum heißt Cité Soleil, also ein sehr schön klangvoller Name. Ganz so schön und klangvoll ist es da nicht. Und ich lese es jetzt einfach mal vor, weil da sind die konkreten Zahlen drin. Ein Slum von Port-au-Prince, in nur wenigen Stunden 22.000 Kugeln verschossen. Einige dieser Kugeln trafen Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, andere trafen Unbeteiligte. Es sollen bis zu 70 Menschen gestorben sein, darunter auch Kinder. Die Operation Iron Fist sei ein Massaker gewesen, meinen Menschenrechtsgruppen. Sie sei ein Erfolg gewesen, meint Heleno, also der General. Und das ist natürlich das Vorgehen, was ihn berühmt-berüchtigt gemacht hat, in zumindest einem gewissen Umfang und was genau auch wieder in den Kern dieses bereits zitierten Satzes fällt. Wenn dort eine kriminelle Organisation schachmatt gesetzt werden soll, ist es das eine. Es ist immer noch die Frage, wie man mit Kriminellen umgeht. Wie aber wirklich unbeteiligte Zivilisten in einem eng besiedelten Slum nur noch als sozusagen bewegliche Ziele oder Kollateralschäden gesehen werden. Das ist natürlich total verheerend. Und ich habe mich ja davor in meinem Buch Schutzzone viel mit den Vereinten Nationen auseinandergesetzt und ich kann auch viel Gutes über die Vereinten Nationen sagen, aber das sind natürlich immer wieder Momente, in denen auch die Frage nach Glaubwürdigkeit internationaler Zusammenarbeit, die Frage nach Gewichtung sehr in eine Schieflage kommt. Das sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber beim ICC, beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ist es eine ähnliche Frage? Ich halte sehr viel von dem Internationalen Strafgerichtshof, dass überhaupt so etwas juristisch in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Also der Versuch, wirklich eine internationale Bühne zu schaffen, in der sogar Präsidenten vor Gericht gestellt werden können wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Angriffskriegen und so weiter. Das heißt, ich finde das absolut richtig. Trotzdem kann man sich, gerade weil es ja jetzt real ist, umso mehr auch kritisch mit der Umsetzung auseinandersetzen. Man kann die schöne Utopie, die immer ganz wunderbar blumig und toll ist, sehr viel genauer betrachten, weil da sieht man, wie die Zahnräder dann doch ab und an knirschen und wie sich bestimmt, wie ein Fokus auf das eine Land anders gelegt wird als auf ein anderes und wie das dann natürlich auch wieder zu einer multilateralen Verstimmung kommt, wenn beispielsweise beim Internationalen Strafgerichtshof die meisten Prozesse in afrikanischen Ländern stattfinden. Ja, du hast, glaube ich, gesagt, irgendwie in den, wie hast du es genannt, Verdachtsfälle oder wo momentan geprüft wird, ja. 10 von 13 sind Afrikaner, ne? Also afrikanische Länder oder afrikanische Regionen, afrikanische Konflikte wahrscheinlich, ne? Genau, und wenn da der Fokus natürlich, also es sind Fälle, die wichtig sind zur Untersuchung. Es ist nur so, dass beispielsweise die USA das römische Statut nicht ratifiziert haben, was dazu führt, dass sie gar nicht überhaupt belangbar sind vor diesem Strafgerichtshof. Das sind einfach
Ungleichgewichtigkeiten im internationalen Spiel der Mächte und der Länder und der Nationen, was wiederum dazu führt, dass natürlich die Afrikanische Union nicht der allergrößte Fan ist und die, würde ich sagen, auch zu Recht immer mal wieder thematisieren, dass es da so eine Ungleichgewichtung gibt, dass auf eben bestimmte Länder anders geschaut wird als auf andere oder bestimmte militärische Interventionen nicht so genau untersucht werden wie beispielsweise Vorfälle in Uganda, wo es die Lord's Resistance Army, eine schlimme Terrororganisation, die es immer noch gibt, die nicht mehr so aktiv ist wie noch früher, aber die es immer noch gibt, die immer noch wirklich abscheuliche Verbrechen begeht. Aber dennoch gibt es auch noch andere Momente im internationalen Völkerrechtsverbrechen. Und man sieht einfach, dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Die Frage ist ja immer, es gibt ja so autoritäre Regime, die dann gerne also so sagen, ja, also Menschenrechte, das Konzept der Menschenrechte ist halt so ein westliches Konzept. Und auch das Konzept der Demokratie ist so ein westliches Konzept, das in ihren Ländern nicht funktioniert. Da gibt es dann auch Leute, die plappern das gerne nach, auch so nach dem Motto, die Russen könnten keine Demokratie und müssten mit harter Hand geführt werden und solche Sachen. Totaler Quatsch übrigens, wenn man in Russland unterwegs ist. Die würden gerne, die dürfen nicht. Aber das ist ja so eine Erzählung, wenn man sich dann diesen Fall Haiti anschaut. Da muss man jetzt halt mal fragen, ist es vielleicht dann doch ein hehrer Anspruch, aber eine gewisse Naivität, weil ein brasilianischer General, der hat im Zweifel, der geht so vor, weil er das auch aus seinem eigenen Land so kennt. Und wenn man in den brasilianischen Großstädten, namentlich irgendwie Rio, Sao Paulo oder auch so Recife oder sowas unterwegs ist, dann weiß man, dass es da natürlich wirklich, also wenn wir hier in Deutschland über Gangs oder sowas sprechen oder über organisierte Kriminalität, dann ist das Kindergeburtstag gegenüber dem, was da halt in den Favelas abgeht. Und da gibt es ja dann diese Auseinandersetzungen, die gehen da mit Panzern rein, weil auf der anderen Seite auch Leute stehen, die halt selber ausgerüstet sind wie eine Armee. Ja, ich will das damit nicht schönreden, aber es ist halt eine ganz andere Realität und die ist wahrscheinlich näher an dem, was in diesem Cite du Soleil oder wie das heißt, herrscht, als das, was hier vielleicht in Berlin-Kreuzberg oder, weiß ich nicht, Hamburg-Mümmelmannsberg herrscht. Ist das jetzt ist das einfach pragmatisch und wir sind die Naiven? Nee, ich glaube, also selbst wenn wir naiv wären, fände ich das eine Naivität, für die man sich auch einsetzen kann. Aber ich halte es eigentlich nicht, ich halte es nicht für naiv. Ich glaube, es gibt bestimmte Werte und sie mögen westlich fundiert sein. Die Menschenrechte sind natürlich mit der Französischen Revolution unterstrichen und aufgeschrieben worden. Aber es ist auch völlig in Ordnung, dass man sich mal für westliche Werte, wenn sie denn solche sind, einsetzt und wenn man dafür Werbung macht und wenn man deutlich macht, es kann nicht sein, dass unbeteiligte Menschen einfach so als Kollateralschaden hingenommen werden für eine militärische oder polizeiliche Aktion. Das geht nicht und das ist egal, ob das in Brasilien ist oder in Kreuzberg oder sonst wo, das ist nicht hinnehmbar. Denn ein Menschenleben hat überall auf der Welt genauso viel wert zu sein. Die Realität ist natürlich, nein, es ist nicht überall gleich viel wert. Es hat auch nicht überall die gleichen Chancen. Es ist auch nicht überall gleich wahrscheinlich, dass man 85 wird. Das ist klar, das ist die Realität, da muss man nicht das schönreden, aber trotzdem muss ein Menschenleben erstmal den gleichen Wert von der Würde und von der Wertschätzung her besitzen. Und eine zweite Sache, ich glaube, dass man da auch einfach autokratischen Regimen auf den Leim geht, wenn man sich da klein macht und sagt, ja, nee, klar, also nee, Mensch, nee, wir wollen jetzt auch nicht mit Neokolonialismus kommen und nee, lassen wir mal lieber. Also machen wir hier für Europa die Menschenrechte und
finden den Rest total gut. Ich glaube, da nimmt man auch das Gegenüber nicht ernst genug, sondern da kann man durchaus auch mit einer gewissen Überzeugung, auch mit einem gewissen Stolz sagen, nee, Menschenrechte, das ist das, wofür ich stehe, wofür wir stehen. Und da bleiben wir auch stehen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man verrät sogar auch diejenigen, die genauso daran glauben, in diesen Ländern, wo sie halt vielleicht nicht so allgemeingültig sind. Aber das ist ja etwas, was wir gerne mal vergessen, wenn wir über autoritäre Staaten reden. Wenn wir, keine Ahnung, über Hongkong reden, das Beispiel, ja, so jetzt haben die Chinesen sich das halt geschnappt und das ist jetzt halt China und China ist das halt so, aber wenn man das einfach so geschehen lässt, dann verrät man natürlich diejenigen, die genau an dieselben Werte glauben wie wir. Und das ist auch immer so ein Zeichen, finde ich, an alle anderen in der Welt, die sagen, im Zweifel werden wir wahrscheinlich auch alleine gelassen, wenn wir an diese Sachen, an diese Überzeugungen, an diesen Überzeugungen hängen. Und ich glaube, dass da einfach dieses Zeichen, sowas nicht einfach geschehen zu lassen, ein wichtiges ist. Und da ist dann eben die Frage, wenn wir über Eleno sprechen, ist das eigentlich verfolgt worden? Wird das verfolgt? Ist das ein Thema, oder ist das eine Anekdote, die abgeschlossen ist? Also Anekdote finde ich jetzt etwas sehr heftig, aber Naja, also eine Anekdote in der Geschichte natürlich, also keine Anekdote, sondern einfach nur politisch betrachtet eine Anekdote, die nicht weiter verfolgt wird. Also hat der Mann irgendwo mit Konsequenzen zu rechnen? Ist wenigstens klar, dass er sowas nicht mehr machen darf? Könnte er vom ICC landen? Keine Ahnung. Also sowas, so meine ich das. Also soweit ich weiß, landet er nicht vorm ICC, das kann sich noch ändern, aber man kommt offensichtlich, naja, damit durch vielleicht nicht, aber es gibt Strukturen, in denen das durchaus durchgewunken wird. Aber ich will nochmal zurück auf diese Frage, was machen wir, wenn es unterschiedliche sozusagen Ausgangsszenarien gibt. Beim ICC gibt es ja wirklich den paradoxen Fall, dass ein Straftäter, ein Kriegsverbrecher, vor dem ICC landen kann und damit einer härteren Strafe in seinem Herkunftsland oder in dem Land, in dem er geschnappt wird, entgeht. Und natürlich wäre dann die Frage, naja, machen wir es damit nicht den Leuten auch ein bisschen zu einfach? Also sozusagen, ist es dann nicht auch fast eine Flucht nach vorne, sich vom ICC zu stellen? Und der beste Spielraum des ICC ist Haftlängen. Es gibt Abstufungen, das heißt, wenn jemand nur zu einem gewissen Grad daran beteiligt wird, dann bekommt er dann noch mal weniger. Und wie erklärt man den Opfern solcher Verbrechen oder den Angehörigen der Opfer, dass jemand so ein paar Jahre bekommt, um das zu verbüßen? Ein paar Jahre in Den Haag. Das ist ein Problem, ein reales Problem. Umgekehrt, und das ist, glaube ich, die einzige Antwort, es bleibt eine paradoxe Ausgangssituation, aber das ist die einzige Antwort. Nur weil es in einigen Ländern noch Todesstrafe gibt, können wir nicht das internationale Recht um die Todesstrafe erweitern, um sozusagen nach oben hin mitzugehen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Das heißt, man muss bei den eigenen Rahmenrichtlinien bleiben. Und ich finde, da wird wirklich dieser Widerspruch nochmal auf eine gewisse Art sehr deutlich. Und dann muss man auch damit klarkommen, dass ein Straftäter tatsächlich in Den Haag eine mildere Strafe kriegt als vor einem ganz normalen Gericht in einer anderen Region. Du hast dich in deinen Texten hier in diesem Buch intensiv mit dem Bösen auseinandergesetzt. Und zwar an verschiedenen Stellen. An einer Stelle ist es tatsächlich, ich glaube, da schreibst du vier Versuche über das Böse oder sowas hast du es genannt. Also das sind vier Teile eines Textes, die sich aus verschiedenen Perspektiven damit auseinandersetzen. Aber es geht auch darüber hinaus, auch in den anderen Texten. Du beschreibst zum Beispiel einen
ist es ein Ruander oder ein Kongolese, ich weiß es nicht, der, du warst ja bei einigen Prozessen auch in Den Haag mit dabei. Normalerweise begegnen uns diese Menschen ja nicht. Die begegnen uns gesichtslos über die Gräueltaten, von denen wir abstrakt hören, häufig in einer Art und Weise und mit Details und in einer Größenordnung. Also wenn ich jetzt an den Völkermord in Ruanda denke mit, was war das, 800.000 Toten, das ist ja irgendwie, das sind die Zahlen zu groß, um es irgendwie noch greifbar zu machen für das menschliche Gehirn. Das heißt, das versendet sich irgendwo auch wieder. Und man sagt, was für Verrückte oder sowas. Aber du hast diese Leute ja dann beobachtet. Du warst ja bei Prozessen dabei. Ist das das Böse, was man da sieht? Ist das, wenn man sich das Böse in Menschengestalt vorstellen möchte, sind das dann diese Menschen, die man da sieht? Nein, natürlich nicht. Und das ist etwas, was ich habe ja mehrere Prozesse begleitet. Und zwar nicht nur im ICC, sondern ich war auch vor Jahren bei dem Auschwitz-Prozess in Lüneburg, wo wir es mit Oskar Gröning, mit einem Mann zu tun haben, der in Auschwitz tätig war. Und ich habe in der Vorberichterstattung immer wieder gelesen, dass sein Blick ganz hart sei oder abwesend oder böse, so wie wir uns das vorstellen wollen. Denn in dem Moment, in dem wir etwas als böse definieren, als böse illustrieren und ausmalen, können wir es sehr gut von uns wegschieben. Dann haben wir es externalisiert, dann ist das Böse etwas, was nicht wirklich mit uns in Bezug ist. Als ich dort war, das war ziemlich genau an der Zeit, in der meine Großmutter starb. Und meine Großmutter ist Jahrgang 26 gewesen. Also ein ähnliches Alter wie Oskar Gröning. Und ich sah nicht meine Großmutter darin wieder, das ist mir natürlich völlig klar. Aber zumindest das, was ich bei meiner Großmutter gesehen habe, das heißt das Gesicht eines alten Menschen, was ja auch wieder was Kindliches bekommt. Also etwas nicht wirklich Mächtiges. Und das habe ich gesehen. Das mag meine eigene Projektion gewesen sein, aber ich glaube, dass jeder dort mit eigenen Projektionen hingeht. Und in dem Moment, in dem uns klar wird, dass es sehr viel vielschichtigere Personen sind, banalisieren wir nicht das Böse und wir entdramatisieren es auch nicht, sondern wir holen es eigentlich dorthin, wo es ist, nämlich in dem menschlichen Miteinander, in der Art, wie Menschen agieren. Ich möchte nicht behaupten, dass im Menschen per se jemand die Anlage ist, in Auschwitz tätig zu sein. Ich will nur sagen, dass das, was in Auschwitz passiert ist, etwas von Menschen gemacht ist und nicht etwas, was vom Bösen kam, sozusagen. Das Böse kam über diese Menschen und das, und man kann es physiognomisch absolut ausmachen. Diese Menschen sind extrem vielschichtig und beispielsweise Dominic Ongwen, den meintest du, glaube ich, das ist jemand, über den sehr unterschiedliche Dinge berichtet werden. Also zum einen die Verbrechen, die abscheulich sind, die ich jetzt auch nicht im Einzelnen aufführen möchte, aber es wurde auch berichtet, dass aber begangen in, ich weiß es nicht mehr genau, in Kongo Uganda. Oder in Ruanda? Uganda. Uganda, so. Und gleichzeitig ist es aber auch jemand, über den berichtet wurde, der hat sich um die Kinder gekümmert, also Kindersoldaten, aber hat sich auch um die Kinder spielend gekümmert, mit denen Fußball gespielt, mit denen gescherzt. Es war auch ein Mensch, der diese Seiten an sich hatte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gar nicht so gerne haben wollen, weil es unser Wertesystem so komplex darstellt, wie es ist, und unser Blick auf Menschen, dass wir nämlich nicht sagen können, dieser Mensch ist zu 100% böse und dieser Mensch ist zu 98% gut, sondern dass wir es immer mit sehr vielschichtigen und sehr widerläufigen Charakteren zu tun haben. Und auch bei den absoluten Straftätern, die ich in keiner Weise irgendwie entschuldigen will oder sagen würde, das ist ja ganz normal menschlich, in keiner Weise. Aber ich will nur sagen, es ist für uns, glaube ich, besser, wenn wir
da mit einer gewissen Ehrlichkeit drauf gucken und nicht so, so einen Vorhang davor ziehen, das und das und das, das ist das Böse und wir sehen es sofort. Denn da spielen wir uns absolut etwas vor und damit machen wir es uns auch zu leicht. Hm. Wie hat sich denn der jetzt dann verhalten? Also wenn solche Leute, die vorher so eine Allmacht irgendwo haben und die nutzen, um Menschen zu drangsalieren, aber halt auch nett sind, wenn sie gerade da, wenn ihnen danach ist oder sowas, wenn die dann letztendlich in der machtlosen Position sind, nämlich vor so einem Gericht, auch noch auf fremdem Territorium, wie tritt da so jemand auf? Sehr unbeteiligt, so habe ich ihn wahrgenommen. Man hat das Gefühl, dieser Prozess läuft ab und er spielt da eigentlich gar keine, also er war die Hauptperson in diesem ganzen Prozess, aber er saß stoisch auf seinem Stuhl, hat es verfolgt, aber keine großen Regungen gezeigt. Also das ist dann auch, weil das ist die Frage, das ist dann bei solchen Leuten auch nichts Politisches. Da ist kein Weltbild, was die vertreten. Also es gab ja teilweise bei den Serbenführern gab es ja dann Beispiele, wo die dann irgendwie wirklich auch ihre Überzeugungen und ihre Weltsicht, ihre politische Weltsicht, warum das richtig war, was sie getan haben, da auch noch breitgetreten haben. Und das hat man ja auch bei teilweise diesen Einzeltätern, diesen einsamen Wölfen, die dann, also Breivik, der eigentlich darauf gewartet hat, dann vor der ganzen Welt seine Geisteshaltung und seine Überzeugungen breitzutreten. Das ist aber bei solchen Leuten dann nicht der Fall, oder? Ich meine, reingucken in ihn kann ich nicht, aber es ist natürlich ein ganz anderes Täterprofil als jemand wie Breivik, der die Aufmerksamkeit gesucht hat durch den Anschlag, der die Sichtbarkeit wollte und der damit sein Manifest, seine Überzeugung überhaupt einer Weltöffentlichkeit bekannt machen wollte. Das ist ein völlig andere Art, Attentäter zu sein. Er war ein Attentäter und das ist ja auch was anderes, ob du ein Attentäter bist oder ob du kontinuierlich Kriegsverbrechen begehst, plünderst, Menschen entführst. Das hat ja eine ganz andere Dynamik und es hat andere Ursprünge und andere Verläufe. Also ich glaube, das ist sehr schwer, das überhaupt zu vergleichen. Es sind zwei ganz unterschiedliche Typen und bei Breivik, der hat die Aufmerksamkeit, die er dort damit hervorgerufen hat, hat er ja natürlich vollkommen anvisiert und das war ein ganz großer Inhalt seiner Tat, dass er die erreichen möchte. Ich habe die Frage ja nicht umsonst gestellt, weil die Frage, wahrscheinlich wirst du sagen, kann man nicht beantworten, aber ich will es trotzdem versuchen, weil du dich ja mit dem Bösen so auseinandergesetzt hast. Breivik ist jemand, der hasst Menschen, sagen wir es mal, und er nutzt dann diesen Anschlag, er tötet Menschen, um eine Plattform zu bekommen für seine Überzeugung. Ja? Onge ist dann eher jemand und auch viele andere, die da irgendwie in dieser Region unterwegs sind, die für mich wirkt das so, das sind Leute, die nehmen sich, was sie wollen. Vielleicht ist es am Anfang auch ein Überlebenskampf und irgendwann sind sie dann an der Spitze. Und sie laden das so ein bisschen auf mit Überzeugungen, Guerilla, Opposition, was auch immer, ethnisch aufgeladen, um eine Gruppe um sich scharen zu können. Und dann hast du ja auch noch letztendlich auch so den Kalten Krieg, bist du ja auch nochmal eingestiegen. Und da war ja letztendlich auf beiden Seiten der Mauer, wenn man so will, ist ja eben die jeweils andere Seite auch als das absolut Böse dargestellt worden. Ja, also wenn man sich heute überlegt, was in Amerika abging während der McCarthy-Ära, ich habe da gerade neulich nochmal was drüber gelesen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber da ist ja auch eine Überzeugung erstmal, und da wusste man ja von Gulags oder sowas noch nichts in der Sowjetunion, als das absolut Böse dargestellt worden. Das sind alleine, weil man glaubt, da könnte jemand Sozialist sein, Existenzen vernichtet worden in Amerika. Das war ja pure Überzeugung, ohne dass man selber was davon hatte. Ja? So, was ist jetzt aus deiner Sicht, wo ist das wirklich, wo ist das Böseste, wenn man so will? Also in diesen drei Kategorien, die wirklich
sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, man muss sagen, dass die Konflikte in Uganda, ich habe ja noch über einen anderen Fall Bosco Ntaganda geschrieben, der den M23-Milizen unter anderem im Ostkongo unterwegs ist. Ich glaube, man muss es schon so weit ernst nehmen, dass es nicht nur eine Guerilla-Organisation ist. Das ist bei der Lord's Resistance Army noch mal ein bisschen anders. Und bei Dominic Ongwen, das ist jemand, der wirklich als als Kind entführt wurde und zum Kindersoldat gezwungen wurde, also wo wirklich eine ganz widerläufige Geschichte von Täter-Opfer-Biografie haben. Aber beispielsweise bei den M23-Milizen, da sind schon... Vielleicht sagst du zwei, drei Worte dazu. Ich glaube, die meisten kennen das vielleicht nicht. Die M23-Milizen sind eine im Ostkongo überwiegend agierende Miliz, die unter anderem mutmaßlich auch von Kagame, dem ruandischen Präsidenten, unterstützt oder zumindest mit die Fäden mitgezogen werden und die dort in einer sehr rohstoffreichen Region durchaus an den Konflikten involviert sind. Und da, denke ich, nimmt es schon mal eine andere Dimension, als sozusagen man merkt, dass größere Machtinteressen und auch nationale Machtinteressen in solche Guerilla-Konstellationen mit hineinspielen und dass es deutlich verschränkter und verzahnter ist, was da passiert und was da abläuft. Und gerade diese rohstoffreichen Regionen sind natürlich in wenig stabilen Ländern besonders anfällig für Unruhen, für Massaker, für auch ethnische Konflikte, weil so viele Interessen involviert sind. Bei der Rhetorik des Kalten Krieges würde ich sagen, dass da finde ich das Interessante, was man heute erwähnen muss, wenn wir uns wieder anschauen, wie eine Rhetorik neu aufgelegt wird, nämlich die Rhetorik der Kampf der Systeme, die wir jetzt gerade immer wieder hören. Da finde ich vor allem interessant, wie sich das verschoben hat. Im Kalten Krieg gab es sozusagen, von der Seite waren das die Bösen, von der Seite waren das die Bösen. Heute, und das ist ja sozusagen die auch Herausforderung, die wir multilateral haben, können wir nicht mehr einfach nur in Freund-Feind-Schemata denken, sondern wir haben ein definitiv große Probleme etwa mit China. Wir haben von der Menschenrechtslage über die autoritäre Struktur dieses Regimes, Umgang mit Hongkong und so weiter. Da gibt es massive Probleme. Gleichzeitig ist es natürlich wirtschaftlich viel verzahnter als noch in der Zeit des Kalten Krieges. Und das ist, finde ich, das Interessante, was man jenseits einer Bewertung, was ist jetzt das absolut Böse, ich glaube, da kommen wir, wenn wir heute politisch sehen, gar nicht weit damit, sondern wir können uns wirklich immer Fall für Fall anschauen, wie wird so eine Rhetorik benutzt? Was wird damit benannt? Welche Konflikte werden damit auch weitergetragen? Also beispielsweise die Anti-Israel-Haltung, Anti-Amerikanismus-Haltung Irans zum Beispiel. Das ist, wo wirklich Israel, und ich war im Iran, möchte das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber wo natürlich diese beiden Länder absolut als das Böse personifiziert werden. Was passiert mit dieser Rhetorik, was passiert politisch mit dieser Rhetorik? Ich glaube, das sind die Punkte, wo wir genau hingucken müssen, um etwas über die Strukturen und über die Dynamiken zu verstehen. Was das absolut Böse ist, das ist eine sehr abstrakte philosophische Frage, die uns tatsächlich auf dieser Ebene eher ablenken würde. Ich glaube, wir müssen uns wirklich genau die Rhetoriken anschauen. Und dahinter erkennen wir sehr viel, was abläuft und wo auch Gefahren einfach verdeckt oder vergrößert werden. Und die natürlich auch ein bisschen von deiner Rolle weggeht, weil du natürlich einfach auch häufig eine Chronistin bist, die sich dann Gedanken macht. Aber ich wollte es mal probieren. Wer weiß. Manchmal kriegt man ja total überraschende Antworten, überraschend eindeutige. Aber
ich würde es auch mir selber jetzt nicht zutrauen, das zu bewerten. Insofern, ich habe eine spannende Frage von Hagen und übrigens auch die Botschaft an alle anderen. Sie kennen das Spiel, hier unten gibt es diese F&A-Funktion. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie da gerne rein. Wie Sie merken, sind wir ja heute in einem sehr allgemeinen Modus, uns über Politik, Menschenrechte etc. auszutauschen, weil das eben auch genau dieses Buch ist. Ich halte es nochmal in die Kamera. Nora Bossong, auch morgen, politische Texte. Hagen fragt, in Afghanistan arbeitet seit vielen, vielen Jahren Carla Schefters, Hospital Project, Chuck E. Wadak, wie auch immer gesprochen, ohne jemals von den streitenden Parteien angegriffen zu sein. Absolute Neutralität bei der medizinischen Behandlung der Menschen ist die Grundlage. Nachahmenswertes Beispiel in anderen Regionen der Welt. Nachahmenswert ist das sicherlich, aber wir können uns jetzt ja beispielsweise gerade noch mal nach Äthiopien blickend, wo 3 Mitarbeiter der Ärzte ohne Grenzen umgebracht wurden und wo man sieht, dass diese Neutralität, die eigentlich humanitäre und medizinische Einsätze haben müssen und die sicherlich Ärzte ohne Grenzen auch einhalten, dass das nicht immer ein Garant dafür ist. Und ich kann nur, ich kenne mich ein bisschen besser mit Ostafrika aus, mit Ruanda und Burundi eben. In der Zeit, in der dort sowohl erst ein Bürgerkrieg und dann ein Genozid geschah, war es tatsächlich so, dass immer noch Ärzte ohne Grenzen ein gewisses Recht hatten, dort vor Ort zu sein und zu arbeiten und zu behandeln und Menschenleben zu retten. Und dass dieses sozusagen Minimum an Humanität, was selbst in den schlimmsten Katastrophen noch bestehen bleibt, da sehen wir, dass es eben auch bröckelt und dass sobald wirklich Sanitäter und Ärzte angegriffen werden, dann kann man sagen, neutraler kann man, ich wüsste nicht, wie man neutraler sein kann. Und dennoch geraten sie in den Fokus von Anschlägen. Ich muss auch gestehen, wenn es um medizinische Hilfe geht, ist vielleicht diese absolute Neutralität möglich. Aber sobald man sich natürlich irgendwo im menschenrechtlichen Bereich bewegt, ist häufig schon das Anliegen, das man vertritt, ja ein Anschlag auf die Neutralität. Also ich gebe ein Beispiel konkret. Es gab ja auch NGOs in der Vergangenheit, die zum Beispiel Mädchenschulen in Afghanistan gebaut haben. Und wenn man dann natürlich mit einer Partei wie den Taliban zu tun hat, die finden, dass Mädchen einfach nicht in Schulen gehören. Ja? Oder ein weiteres Beispiel ist Genitalverstümmelung. Ja, wenn man dann sagt, das ist doch eine gute Sache und oder ja, also letztendlich auch Familienplanung, all solche Dinge, ja, die für uns, wo wir erstmal sagen, na, das ist doch eine gute Sache, ja, das hilft doch den Menschen vor Ort, aber es greift natürlich politische Überzeugungen an, es greift Machtsysteme an, Hierarchien, die bestehen. Und in dem Augenblick kann man sich noch so neutral geben, man ist es, glaube ich, dann ganz automatisch nicht mehr. Und es gibt in solchen Kontexten dann häufig auch gar keine Möglichkeit, ein Gespräch zu, in ein neutrales oder ein Gespräch zu kommen, was irgendwie funktioniert, glaube ich. Ja, die Frage von Neutralität in Krisenregionen ist auf einem extrem wackeligen Boden gebaut. Konstantin Sackers fragt was anderes mal, interessant. Liebe Nora, etwas random, aber wie lebt es sich als Liberale in der identitätsfixierten deutschen Schriftstellerwelt von heute? Liebe Grüße, Konstantin. Finde ich eine spannende Frage. Ich wage jetzt mal die Hypothese, du hast jetzt 1,5 Jahre sowieso nicht so viele andere Schriftsteller gesehen, oder? Ja, es waren weniger als sonst, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht geschrieben hat. Mir geht's ganz gut. Ich glaube, dass ich einige
Debatten etwas überhitzt halte, anders als das andere sehen würden. Ich neige aber dazu, vielleicht eher die Brücken zu suchen. Und ich, kürzlich, also als beispielsweise eine, die von den Debatten, die sehr aufgeheizt waren, die auch mit Identitätspolitik zu tun hatten, als Herr Thierse da sich ein bisschen aus dem Fenster hängte und sofort gewisse Widerstände innerhalb der SPD auf ihn einprasselten. Da kann man sich entweder über Wolfgang Thierse aufregen oder man kann sich über die SPD aufregen. Und man kann aber auch einfach einen Schritt zurückgehen und schauen, wo würden sich eigentlich die Positionen treffen und wo ist das gemeinsame Anliegen? Und ich glaube, das, wofür Identitätspolitik steht, nämlich Minderheitenrechte, mehr Sichtbarkeit für Minderheiten, das ist etwas, was Sozialdemokratie natürlich ausmacht. Und dieses, wir müssen, glaube ich, wegkommen davon, wenn ich hier was hingebe, dann nehme ich es den anderen weg, sondern wir müssen wirklich das Verbindende finden. Und wir müssen auch wegkommen von einer zu starken Fokussierung auf Kleinigkeiten. Und zwar sowohl von den Kritikern wie von den Befürwortern. Wenn wir jetzt gendergerechte Sprache nehmen, beispielsweise, ist mir immer die Position am liebsten, wenn es jeder so macht, wie er oder sie es gerne machen möchte. Und wenn ich da weder laut schreie... Das ist ja schon fast subversiv. Subversiv? Ja. Nee, ich finde das... So eine Mitte-Position. Ja, es ist schwer. Man könnte dir jetzt Feigheit unterstellen, aber ich finde es ja so sympathisch. Ich finde es einfach am entspanntesten. Und ich meine, das Sprache entwickelt sich. Und ich glaube, wir kommen da, wir lassen der Sprache die den größten Freiraum, wenn wir sie entwickeln lassen und wenn wir die Geschwindigkeit, die das braucht, hinnehmen. Und wenn sie mal ein paar Schritte nach da geht und dann braucht sie auch mal wieder und dann gibt es auch mal wieder, dann haben wir festgestellt, das mit dem Sternchen war gar nicht so toll, jetzt machen wir es wieder anders mit dem Doppelpunkt und lassen es ganz weg und probieren es dann wieder anders. Das sind alles Prozesse. Es geht im Prinzip um ein gutes Anliegen. Es ist manchmal in den Mitteln ein bisschen zu verbissen. Und das ist eher das Bedauerliche, weil ich glaube, wirklich, wir könnten uns eigentlich in vielen inhaltlichen Punkten sehr einig sein, dass wir für Minderheitenrechte sind, dass wir wirklich für Sichtbarkeit, ob es jetzt von Frauen, vom dritten Geschlecht, von sexuell anders orientierten Menschen, von Menschen mit einem anderen, mit einem Migrationshintergrund, von Menschen mit roten Haaren, mit blauen Haaren, mit gelben Haaren, mit schwarzen Haaren und so weiter. Und wir lassen uns häufig so leicht dadurch entzweien, dass wir uns um die Mittel streiten. Und das ist eigentlich sehr bedauerlich. Und ich glaube, da laufen wir ein bisschen Gefahr, denjenigen, die generell gegen eine tolerante, liberale Öffentlichkeit sind, so die Räuberleiter zu halten und uns dann gegenseitig gegeneinander ausspielen zu lassen. Also, aber es ist jetzt, also wenn ich mich nicht verschaut habe, aber zu diesem ganzen Themenkomplex ist jetzt hier nichts drin. Das ist einfach auch, sind das Debatten, die du beobachtest, aber wo du einfach sagst, das sind einfach nicht die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, oder es sind einfach nicht die Debatten, in die du reingehen möchtest, weil es auch unschön wird. Beispielsweise die Debatte um gendergerechte Sprache hat momentan, glaube ich, wirklich viele FürsprecherInnen und KritikerInnen. Ich glaube, das Spielfeld ist ganz gut besetzt. Da muss ich nicht auch noch einen Text dazu beitragen. Und insgesamt geht es in dem Band ja mehr um tatsächlich internationale Themen. Es geht um Fragen internationaler Gerechtigkeit. Natürlich spielen da bestimmte Themen immer mit rein. Aber ich habe einfach versucht, hier jetzt den Blick wirklich auch zu weiten. Ein Beispielstext wäre, ich habe mich in Jenschwalde in der Lausitz umgesehen und einfach geschaut, wie die Kohlekumpels und die Klimaaktivistinnen zusammen agieren oder eben auch gegeneinander agieren und wie da ein Verständnis untereinander häufig erschwert wird. Und das ist halt wieder das Bedauerliche, denn ich glaube, die Problemlösung wird nicht sein, dass die eine Seite gewinnt oder dass die andere Seite gewinnt, sondern dass die beiden Seiten
wirklich konstruktiv miteinander reden. Und das würde uns deutlich weiter nach vorne bringen. Und ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe sowohl die Kohlekumpels, die wirklich einfach Angst um ihre Perspektive, über ihre Zukunft, ihre berufliche Existenz haben. Ich verstehe natürlich auch die Dringlichkeit, dass wir klimapolitisch absolut etwas ändern müssen und dass das nicht irgendwas ist, wo wir mal im Jahr 2050 drüber reden. Aber ich glaube, das haben jetzt ja auch so ziemlich alle Parteien, zumindest alle demokratischen Parteien, sehr verstanden. Und das heißt, mein Anliegen wäre es einfach, dass wir so ein bisschen von diesem Lagerdenken wegkommen. Denn es gibt in diesem Land, glaube ich, ein Lager, und das sind die antidemokratischen Tendenzen, bei dem ich mir sehr wünschen würde, dass alle demokratischen, ob sie jetzt weiter links oder weiter rechts oder absolut mittig sind oder Liberalismus so oder so sehen, dass die einfach durchaus sich auch dazu verständigen können, was sind unsere Grundwerte. Und hier gibt es die ganzen Punkte, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Darüber können wir diskutieren, darüber können wir ins Gespräch kommen. Das ist auch wichtig, aber nicht so sehr an den kleinteiligen Dingen aufhalten, sondern wirklich die Punkte sehen, die wir zusammen in der Gesellschaft wichtig finden und die wir voranbringen wollen und müssen. Der Platz der Liberalen ist zwischen allen Stühlen, könnte man einerseits sagen, aber man könnte auch sagen, der Platz der Liberalen ist zwischen allen Stühlen und deswegen müssen sie mit allen auch gesprächsfähig sein. Ja, oder ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Bild Reise nach Jerusalem vor Augen, wenn man so um die Stühle rumgeht. Oder so, genau. Oder man steht dann am Schluss eben verwundert daneben und fragt sich, wieso sich jetzt alle da unbedingt um diese Stühle gekloppt haben. Aber das Interessante ist, dass als ich das gelesen habe, das Buch, dachte ich mir, und ich bin jetzt mal gespannt, ob du dich damit gut beschrieben fühlst. Ich habe mir gedacht, die Nora Bossong, die interessiert sich für die aktuellen Debatten, aber sie hat keinen Bock, sie so zu führen, wie alle anderen sie führen. Also wenn du über letztendlich Demokratie oder Menschenrechte dir Gedanken machst, dann stürzen sich momentan alle auf Polen oder Russland oder Ungarn. Und dann sagst du, dann lass mal die machen und dann gucke ich mal, wo das Thema auch noch da ist. Du bist gerne mit der Taschenlampe da unterwegs, wo es so ein bisschen dunkler ist und nicht so viele rumstehen, habe ich das Gefühl. Kommt mir einfach auch ganz sinnvoll vor, weil es gibt ja nicht, dass ich die Themen Russland, Ungarn, Polen, China irgendwie irrelevant finde. Aber ich glaube, da, wo schon relativ viel Scheinwerferlicht und relativ deutlich die Debatten und die Probleme in der Diskussion sind, das muss weiter so bleiben und da müssen wir uns weiter darüber Gedanken machen. Aber ich sehe es dann vielleicht wirklich mehr als meinen Auftrag, auf Regionen zu schauen oder Blickwinkel einzubringen, die eher übersehen werden oder die nicht so geläufig sind. Das ist auch meine Chance dann als am Ende Schriftstellerin und nicht Journalistin, dass ich mir natürlich mehr Zeit lassen kann. Ich muss nicht sozusagen tagesaktuell schreiben. Ich kann mir auch die Themen leichter als in der Zeitungsredaktion wirklich auch selbst setzen. Und das gibt mir die Freiheit, Themen auszuwählen, bei denen ich denke, so darüber habe ich einfach wenig gelesen. Das fände ich jetzt wichtig, dass das nochmal wirklich beschrieben wird, dass man da nochmal hinschaut, dass man da nochmal mit Aspekten konfrontiert wird. Und das finde ich eigentlich das Wunderbare an diesem Beruf Schriftstellerin. Journalistin ist auch ein toller Beruf. Nur halt nicht für dich. Ja, für mich wäre es auch nicht, wäre es auch nicht falsch, aber ich glaube, dass ich schon diese Chance, diesen weiteren Rahmen sehr wertschätzen kann. Und solange ich das machen darf, bin ich einfach auch sehr glücklich mit so viel Raum und aber auch so viel Zeit, also nicht auf die tagesaktuelle Deadline hinschreiben zu müssen, sondern da etwas flexibler zu sein. Das ist ein großes Geschenk. Würde ich sofort unterschreiben. Letzte Frage. Du hast beschrieben, oder du bist auf diesen einen Satz eingegangen von François Mitterrand, der gesagt hat, in diesen Ländern, ich sage jetzt mal der globale Süden, in diesen Ländern ist ein Genozid nicht besonders wichtig, weil es irgendwie so weit weg ist. Und umso mehr jetzt noch in Zeiten von Corona, wo wir irgendwie auch
weniger globalisiert gerade sind, weniger Menschen vor Ort haben, die berichten können, weniger unterwegs sind und einfach auch sehr viel mit uns selbst beschäftigt. Was wäre dein Appell an uns, die wir jetzt hier heute Abend um 22.01 Uhr noch dabei sind? Naja, erstmal wirklich diesen Satz in der ganzen Wucht wirken zu lassen, weil es ist ein unfassbarer Satz, ein Satz, der aus dem Land der Menschenrechte kommt. Also mutmaßlich Mitterrand hat ihn geäußert. Mitterrand hatte selbst durchaus Interessen in der Region, um die es da ging. Also in dem Fall ging es um Ruanda. Und diese Doppelbödigkeit wirklich nachhallen zu lassen, auch die Frage sich zu stellen, wie kann es sein, dass Mitte der 90er Jahre in einem europäischen Land, in einem vollkommen demokratischen Land, so ein Satz geäußert werden kann, was steckt auch noch in unseren Köpfen da drin? Und da geht es dann doch wieder um strukturellen Rassismus natürlich. Es geht darum, wie hat Wirtschaftsleistung mit Würde und Menschenrechten zu tun. Also ich glaube, es ist, man kann sehr, sehr viele Fragen daran anschließen. Und mein Appell wäre einfach, sich wirklich wieder deutlich zu interessieren, was jenseits der Grenzen des eigenen Lockdown-Vorgartens passiert und rauszuschauen und genau hinzuschauen. Und damit ist nicht gemeint zu gucken, ob der Nachbar sich an die Corona-Regeln hält. Nee, ich glaube, das haben wir in den letzten 15 Monaten ausreichend getan oder es wurde uns ausreichend angetan. Sehr schön, dass wir da vielleicht auch mal jetzt eine Inzidenz haben, wo das ein bisschen weniger passieren dürfte. Nee, genau, sondern einfach wirklich hinzuschauen, an die Orte, also auf die Orte zu blicken, die in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und nicht mehr so im Fokus waren. Eine wunderbare Überleitung, als ob es abgesprochen worden wäre. Dann kann ich nämlich nochmal Werbung für dein Buch machen, wirklich aus Überzeugung. Nora Bossong, auch morgen, politische Texte, Edition Surkamp, vor 10 Tagen erschienen, also fast noch exklusiv, wenn sie sich jetzt holen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, weil ich habe es genossen, auch mal wieder hingeworfen zu werden auf diesen anderen Blick, den ich vielleicht auch immer mal hatte, weil ich viel unterwegs war, aber der einem dann auch genommen wird, wenn man nicht mehr viel unterwegs ist. Insofern danke ich dir, dass du da für uns so ein bisschen Auge, Ohr und auch Chronistin bist. Und ansonsten einfach vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Vielen Dank, dass auch am heutigen Abend, zum späten Termin wieder so viele dabei waren. Und dann bis in den September. Dann machen wir weiter. Bis dahin sind auch wieder bestimmt ganz viele tolle Bücher erschienen. Ich glaube, von dir wahrscheinlich nicht bis dahin, aber schaffe ich nicht ganz. Du sagst auf jeden Fall Bescheid, wenn wieder mal was von dir rauskommt, kriege ich wahrscheinlich sowieso mit. Einen schönen Restabend und auf bald. Einen schönen Sommer.